Ich habe eine Ausbildung gemacht, war angestellt und bin jetzt seit mehreren Jahren selbstständig. Und in diesem Video möchte ich mit euch über die Vor- und Nachteile beider Seiten sprechen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich möchte jetzt kurz erstmal ein bisschen über den Aufbau dieses Videos mit euch reden. Also erstmal erzähle ich euch so ein bisschen was über meine Geschichte, über meine Person, wie das damals auch zur Selbstständigkeit gekommen ist. Und später reden wir dann über die Vor- und Nachteile beider Seiten. Also, ursprünglich habe ich damals eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Diese Ausbildung hat insgesamt 5 Jahre gedauert und im Anschluss habe ich noch ungefähr ein halbes Jahr halbtags gearbeitet. In dieser Ausbildungszeit habe ich mir nebenbei aber schon mein Social Media aufgebaut. Ich habe auf Instagram hochgeladen und damals auch schon auf YouTube. Und auf diesen beiden Plattformen habe ich damals so meinen Weg dokumentiert, wie ich es geschafft habe abzunehmen. Und so habe ich mir auch meine erste Reichweite aufgebaut. Und das ist auch schon mal ein sehr wichtiger Punkt. In meinen Augen, stürzt euch nicht komplett in die Selbstständigkeit, ohne irgendwas zu haben. Kündigt nicht einfach euren Job. Hey Pauli, alles klar? Du, nein, alles in Butter. Du, ich kündige, Pauli. Sondern versucht erstmal nebenbei euch etwas aufzubauen und damit auch konstant über mehrere Monate Geld zu verdienen. Bei mir hat es dann damals mit den ersten Kooperationen mit irgendwelchen Fitnessherstellern angefangen. Hab da so meine ersten 100 Euro verdient oder mit ein paar Klicks auf ein YouTube-Video. Aber so wirklich leben konnte ich davon noch nicht. Es war aber damals schon ein schöner Nebenverdienst zu meiner Erzieherausbildung. Falls ihr irgendwelche Erzieher sind, ihr wisst, in dieser Ausbildung bekommt man nicht viel. Ich weiß, es ist verdammt schwierig für manche, sich neben ihrem Hauptjob oder einer Ausbildung noch irgendwas aufzubauen, aber ich habe wirklich versucht, jede freie Minute zu nutzen, um irgendwie Content zu erstellen. Wenn man dann noch Kinder oder eine Frau hat oder sonstige Sachen, dann stelle ich mir das wirklich schwer vor. Aber naja, wenn man ein Ziel hat, dann kann man das auch schaffen. Wie hat sich das Ganze dann bei mir entwickelt? Irgendwann haben mich die Leute dann gefragt, wie ich es geschafft habe abzunehmen und ob ich ihnen dabei helfen kann. Und so kam es dann auch dazu, dass ich so den ersten Leuten für Geld auch Ernährungs- und Trainingspläne geschrieben habe. Da habe ich dann schon ein bisschen mehr Geld verdient. Ich konnte zwar immer noch nicht davon leben, aber es war dann schon besser. Irgendwann habe ich dann meine ersten Produkte rausgebracht. Das waren dann zum Beispiel Kochbücher oder so ein Transformationsguide, wo ich quasi von vorne bis hinten erklärt habe, wie Abnehmen funktioniert. Und so mein richtig erstes gutes Geld habe ich dann verdient, als ich mein Coaching rausgebracht habe. Und das war dann auch so ungefähr am Ende von meiner Ausbildung. Da habe ich dann mehr Geld verlangt von einzelnen Leuten, die ich dann auch wirklich 1:1 mit meiner persönlichen Zeit übers Internet betreut habe. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte hier mehr Zeit investieren. Ich kündige jetzt meinen Erzieherjob und konzentriere mich wirklich auf diese Arbeit. Dazu hatte ich dann auch noch die Kooperation zum Beispiel mit Iremax, wo ich auch gesagt habe, hey, wenn jetzt mal das Coaching einen Monat oder ein paar Monate nicht gut läuft, dann könnte ich gerade noch so mit diesen Kooperationen überleben. Selbstständigkeit, ein großes Thema. Man hat viele Ängste, bevor man diesen großen Schritt geht und sagt, okay, ich kündige jetzt meinen Job. Aber in meinen Augen hat sich das sehr rentiert. Zu den Vor- und Nachteilen komme ich jetzt dann später. Jetzt müsst ihr gleich meinen Einkauf gleich kommen. Wie sich das mit meiner persönlichen Selbstständigkeit verändert hat, was ich jetzt aktuell alles mache, das werde ich euch im Laufe des Videos auch noch erzählen. Einkauf ist da. Viele Steaks, Hähnchen und Hähnchenkassler, richtig schöner Stremellachs und noch mehr Stremellachs und normalen Räucherlachs. Ah ne, das ist hier so ein Lachsrücken, der ist ziemlich geil, leider sehr teuer. Das Eiweiß ist auf jeden Fall mit diesem Einkauf gedeckt. 4 von diesen Grießpuddings, die ich sehr liebe. Dann ein Skyr im Geschmack Vanille, bisschen Magerquark, hier noch so eine Hähnchenbrust, die kann man einfach mal so reinsnacken. 3 von diesen Proteinpuddings, Himbeeren und Blaubeeren, ganz viele Karotten, Tomaten, Paprika und Bratpaprika. Dann noch hier 2 Körnige Frischkäse, wieder 2 Packungen von diesen Reis-Rispellis, Reiscracker, meine Milch, eine fettarme, 3 Monster, alle Zero und 4 Zero Red Bull. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob euch mein Einkauf überhaupt interessiert, ob ich das zeigen soll, weil eigentlich ist der immer recht ähnlich. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung der Content hier auf dem Kanal gehen soll. Das probiere ich gerade einfach mal ein bisschen aus und rede über das, was mich interessiert und was ich denke, was euch vielleicht auch interessieren könnte. Aber das wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reisen und euch dort mitzunehmen. Am 14. Februar geht es jetzt für uns nach Thailand. Und da werde ich euch dann mitnehmen. Also lasst gerne schon mal ein Abo da. Jetzt trinke ich hier so einen Monster.
und gehe live auf TikTok. Mein Stream ist jetzt vorbei und ich zeige euch mal, was ich verdient habe. Also ich war 2,5 Stunden live, hatte 5500 Zuschauer, 104 Schenkende. Hab ungefähr 80 Dollar verdient und 3 neue Abos bekommen. Wenn euch interessiert, was ich allgemein so mit meinem Stream monatlich oder auch in den letzten 2 Jahren verdient habe, dann guckt euch gerne mein letztes Video an, da habe ich das genau erklärt. Ich werde euch das mal in der Beschreibung verlinken. Während ich gerade live war, ist der Postbote gekommen und hat ein paar Pakete gebracht mit Klamotten und die werden wir jetzt mal anschauen. Die Jacke von Nike, die habe ich schon in schwarz, die habe ich mir jetzt mal noch in weiß bestellt. Finde ich... sieht ziemlich geil aus, feiere ich. Dann habe ich mir die gleiche auch noch in grau bestellt. Finde ich auch ganz nice. Dann so ein lässiges Hemd für Thailand jetzt. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Muss ich mir jetzt aber nochmal genauer angucken, ob ich das behalte. Wie findet ihr das? 3. Dann hier noch ein weißes Hemd, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu groß. Also es ist ein bisschen Kartoffelsackmäßig. Ich denke mal, das geht wieder zurück. Dann hier noch so ein blaues Hemd. Das geht eigentlich einigermaßen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich das hochkrempel mal, muss ich mal gucken. Aber ist auch recht groß, Kartoffelsackmäßig. Aber das würde vielleicht sogar noch gehen. Ja. Jetzt gleich habe ich noch ein Telefonat mit meinem Steuerberater. Das ist dann auch ein Thema, womit man sich beschäftigen muss, wenn man sich selbstständig macht. Und vorher trinke ich noch einen Shake hier von Prozis. Das sind solche Fertig-Shakes, die habe ich immer im Kühlschrank. Erdbeergeschmack, richtig, richtig lecker. Den schüttelt man vorher. Einer hat 25 Gramm Eiweiß und 164 Kalorien. Klar, das normale Whey, das Pulver, hat ein bisschen bessere Nährwerte. Aber es schmeckt deutlich, deutlich besser. Und die paar Nährwerte, die schlechter sind, kann man in Kauf nehmen. Auch dafür, dass es halt so schnell und einfach geht. Und eine Guarana-Kapsel werde ich jetzt noch nehmen vorm Training. Da gehe ich nämlich dann jetzt gleich hin. Und dadurch bekomme ich einen kleinen Push, das ist so eine Art Koffein. Finde ich richtig cool, ist nicht so ganz stark wie jetzt normale Koffeintabletten. Okay, let's go. Ja. Während ich jetzt mit meinem Steuerberater telefoniert habe, habe ich einfach schon 3500 Schritte gesammelt. Und jetzt möchte ich euch mal erklären, was ich jetzt aktuell in meiner Selbstständigkeit überhaupt alles mache. Also zum einen habe ich 2 Kooperationen, das ist einmal mit Bautzner und mit Prozis. Dann streame ich, das habe ich ja in meinem letzten Video alles genau erklärt. Und ich habe noch die Agentur in Zusammenarbeit mit TikTok, wo wir kleineren Streamern helfen, eben erfolgreicher auf TikTok zu werden, in ihrem Livestream. Die Agentur habe ich mit Basti und Leon zusammen, die beiden werdet ihr wahrscheinlich bald kennenlernen oder ihr kennt sie sowieso schon aus meiner Insta-Story oder aus TikTok. Und dann habe ich noch mein Abnehm-Coaching, also ich helfe Menschen beim Abnehmen. Das mache ich aber mittlerweile ein bisschen weniger und habe da meinen Fokus verschoben. Content zum Thema Fitness und so weiter, Abnehmen wird es hier auf jeden Fall aber auf diesem Kanal auch geben. Meine Haupteinnahmequelle ist mittlerweile schätzungsweise die Agentur. Jetzt geht's ins Training. Heute steht Rücken, Bizeps und hintere Schulter an. Ich mache Push-Pull-Beine immer. 6-mal die Woche gehe ich ins Training. Übrigens gibt es auch erfreuliche Nachrichten. Seit dem letzten Video ist wieder ein neues Kanalmitglied hinzugekommen. Finicia, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Moschiano, Mosciano, Moschiano. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, falls ich es falsch sage. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das freut mich sehr. Training ist durch. Jetzt habe ich gerade noch einen Leon getroffen. Was geht ab? Servus. Ich glaube, jeder kennt dich, der die Videos guckt. Schauen wir mal. Freust du dich schon auf Thailand? Sehr, ja. Ich mich auch. Basti ist auch am Start. Mit den beiden habe ich übrigens die Agentur und mit den beiden fliege ich auch nach Thailand bald. Das ist richtig und da werdet ihr auch einige Vlogs sehen, schätze ich mal. Denke ich auch. Okay, jetzt bin ich zu Hause und jetzt gibt es erstmal ein schönes Steak. Das ist so geil! Und nebenbei futtere ich gerade ein paar so kleine Karotten. Ach ja, aktuell gucke ich übrigens die Serie SWAT. Ich habe Rookie durchgeguckt, fand ich mega geil und jetzt dachte ich mir, okay, gucke ich mir SWAT auch mal an. Okay. Wenn ihr irgendwelche Serienempfehlungen habt, schreibt die gerne in die Kommentare, dafür bin ich sehr dankbar. Und jetzt noch Bratpaprikas dazu. Jetzt noch ein schönes Foto für Insta und dann lasse ich mir das schmecken. Schaut mal her. Jetzt vergleichen wir mal die Selbstständigkeit mit dem Angestelltenverhältnis. Bei der Selbstständigkeit sind deine Arbeitszeiten flexibel. Das heißt, du kannst dir das komplett einteilen, wie du möchtest. Das ist definitiv ein Vorteil. Der Nachteil am Angestelltenverhältnis ist, dass du halt feste Arbeitszeiten hast in der Regel. Der große Nachteil an der Selbstständigkeit ist aber, dass du wirklich 24/7 an deine Arbeit denken musst und nie so richtig abschalten kannst. Das ist jetzt nicht in jedem Job der Fall,
aber meistens ist es so. Als Selbstständiger denkst du sogar am Wochenende über deine Arbeit nach und als Angestellter kannst du halt mal abschalten. Ein weiterer Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass deinem Verdienst wirklich keine Grenzen gesetzt sind. Wiederum ist es im Angestelltenverhältnis meistens so, dass du immer ein fixes Gehalt hast und da sehr, sehr selten und auch wenig Möglichkeiten da sind, um mehr zu verdienen. Der Vorteil als Angestellter ist aber, dass du wirklich jeden Monat ein stabiles, festes Einkommen hast. Und als Selbstständiger ist es halt manchmal so, dass ein Monat nicht so gut läuft, ein anderer Monat läuft wieder besser. Du hast halt eine gewisse finanzielle Unsicherheit. Und dadurch trägst du auch viel, viel mehr Verantwortung. Also du musst dich halt jeden Morgen dazu motivieren, aufzustehen und Gas zu geben. Außerdem hast du als Angestellter den Vorteil, dass die Hälfte deiner Sozialleistungen übernommen wird. Als Selbstständiger musst du das alles selbst zahlen und dich selbst versichern. Dann ist das Thema Abhängigkeit noch ein Punkt. Als Angestellter bist du von deinem Unternehmen abhängig. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann besteht auch bei dir ein gewisses Risiko. Als Selbstständiger bist du von dir selbst abhängig und kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn es schlecht läuft, bist meistens auch du dafür verantwortlich und kannst was dran ändern. Im Groben und Ganzen hat beides seine Vor- und Nachteile und man muss halt immer abwägen, hey, ist es was für mich? Manchmal würde ich es mir für mich persönlich auch wünschen, dass ich mal abschalten kann. Es ist echt schwer. Man denkt halt wirklich die ganze Zeit, hey, was könnte ich besser machen? Wie könnte ich mehr erreichen, mehr arbeiten? Aber dadurch hast du halt auch viel mehr Freiheiten. Ich glaube, für jeden ist die Selbstständigkeit nichts. Viele sind froh, wenn sie am Abend einfach abschalten können. Aber ich denke, dass in jedem das Potenzial steckt, das Ganze zu erreichen und sich da was aufzubauen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ihr euch irgendwas aufbauen möchtet, dann macht es erstmal neben eurem Hauptjob und geht den Schritt zur vollständigen Selbstständigkeit wirklich erst, wenn ihr euch sicher seid. Es ist auch cool, wenn man sich einfach zu seinem Hauptjob nebenbei noch ein bisschen was aufbaut, um halt am Ende ein bisschen mehr Geld zu haben für sich selbst oder zum Investieren, für die Altersvorsorge oder sonstige Sachen. Der Druck ist immer sehr groß, vor allem am Anfang, aber man wächst mit der Zeit in das Ganze irgendwie rein. Was mir persönlich dabei sehr geholfen hat, sind Routinen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem hier viel Erfolg, falls ihr das Ziel habt, euch selbstständig zu machen oder auch schon selbstständig seid. Es ist jetzt 17 Uhr, ich werde jetzt noch eine Runde live gehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit wieder. So, der nächste Livestream ist vorbei, ich war jetzt 3 Stunden und 11 Minuten live, hab insgesamt 8.664 Zuschauer gehabt, 126 verschiedene Schenkende und insgesamt 46,3K Diamanten, was 231,98 Dollar entspricht und kein neues Abo diesen Stream gehabt. Das ist ärgerlich. Jetzt gibt's nochmal ein Steak und hier so einen Stremellachs. Ja, bevor ich jetzt nochmal live gehe, nehme ich schon mal meine Supplemente. Das ist einmal Kurkumin mit Vitamin D3, Multivitamin, Calcium, Zink und Magnesium und noch Omega-3. Und weg. Ach ja, und dann noch täglich 5 Gramm Kreatin. Das Dry scoop ich einfach immer. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Folgt mir auch gerne mal auf Insta rein, um nichts mehr zu verpassen. Ist auch in den Kommentaren verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten, Leute. Ciao.